Guten Morgen, Freunde. Was geht? Rico wieder am Start. Ich bin heute wieder Abend in Köln, im Bootshaus mit Kevin Wilke, DJ Even, mein DJ-Kollegen. Und wir haben es 8 Uhr morgens. Ich bin extra kurz aufgestanden, um was zu essen. Heute mache ich auch kein Fitness. Rest Day, dies, das. Weil ich überall Muskelkater habe. Und ja, ich mache mir jetzt gerade einen 300 Gramm Haferflocken-Shake wieder mit 80 Gramm Whey. So sieht's aus. So we can be free. Heute ist Jaws im Bootshaus. Also nennen es auch wieder so Trap, Dubstep, Hardtrap wird auch schon gespielt. Heute sind auch drei Areas offen, auch mit Techno und so. Wer Techno, Alter? Keiner. Nein, Spaß, es sind echt viele Techno. Aber ich habe schon mit ein paar Leuten geredet und die Leute können echt nur Techno hören, wenn sie was reinpfeifen. Das ist sehr, sehr traurig. Und ja, ich gehe jetzt nochmal pennen. Bis 11:30 Uhr. Dusche, esse wieder was und dann fahre ich auch schon los zur Arbeit. Ich arbeite jetzt immer jetzt von 12, halb 1 bis 10 Uhr abends jeden Tag durch. Ja, so sieht's aus, Leute. Work hard, play hard. So, nächste Mahlzeit. Wir haben es jetzt 11:30 Uhr. Ja, Packung leer, ne? Habe schon nur heute Morgen schon 500 Gramm gesnackt. Wunderschön sowas. Wunder, wunderschön. Dann geht's ab zur Arbeit. Jetzt wieder im Gym, auf der Arbeit. Hab immer noch ein geiles Paket bekommen von Gym Junkie. Noch ein paar neue Kollektionen, dies, das. Und noch die alte Kollektion, die ich noch nicht hatte. Unboxing-Video, dies, das kommt jetzt. Yo! Ich freue mich, ich freue mich. So, das ist nicht für dich drin. Ich freue mich, egal. Ich mache gerne Pakete auf. Und vor allen Dingen von Gym Junkie. Weil die so geil sind. Das ist die neue Hose, Mama. Wow. XL, die ist das. Oh. Vielleicht doch was für mich? Nein. Wieder nicht? Widerlich. Wieder nicht. Hallo, du musst doch die Kamera halten, Mama Braten. Eine Tasche. Aber die ist für mich, weil die hast du schon in Schwarz. Ich hab die nicht in Schwarz. Hast du wohl in Schwarz? Nicht die, du kannst andere haben. Die ist geiler. Die ist schwarz auf schwarz. Wie gemein. Ja. That's life, Bro. Ich hoffe, im nächsten Paket ist was für mich, Jungs. Ja, steht mal, die wenn das sehen, dann wissen die jetzt Bescheid, ne? Weil normalerweise trage ich nämlich auch Leggings. Ja. Der Fettsack hier einfach. Moin! Was ist da los? Schon wieder, ey. Knapp, Alter. Ah, Mann. Ich komm bald nicht mehr rum, Alter. Was geht drauf? Grüß dich. Schön. Was geht ab, ihr Fotzen? Einiges. So, Freunde. Essen ist da. Natürlich habe ich mir schon was vorgenommen. Zwei Burger und eine Arschritze. Und zwar zeige ich euch gleich. Nicht so lecker, wenn man hier isst, ne? Muss man eine Pommes rein? Versuch mal. Ich steck da eine Pommes rein. Oder so eine Minze, dann kommt vielleicht was drauf. Oder so ein Oreo-Keks, Alter. Wieder da, Leute. Ich bin noch voll satt. Ja. André ist auch jetzt hier in der Haus. Aber den seht ihr jetzt noch nicht, weil es hier meine Selfie-Handy-Kamera ist. natürlich wird es auch gleich Lifestyle geben. Ihr wisst Bescheid, was da auf jeden Fall kommen wird. Oh, da ist er. Wenn du nach dem Oberkörpertraining dich noch nicht fett genug fühlst, 400 Gramm Spaghetti mit 400 Gramm Hack geht immer. Geht immer. Geil, du meinst du Steilo, Spaghetti Bolognese. Also ich will lieber Eis essen und Whey Shake, ey. Ja? Ja, das wäre schon meins. Spaghetti Bolognese ist auch geil.
Macht mal einen Daumen nach oben, wenn ihr für Spaghetti Bolognese seid. Oder für Eis. Auf meinen Kommentar. Ich kommentiere Spaghetti Bolognese Ausrufezeichen. Und Rico kommentiert Eis und Whey. Und ihr entscheidet, Alter, was besser. Spaghetti Bolognese ist klar. Naja, genau, ja. Also 100 zu 0. Ja, vielleicht bei deinem Follower noch, nicht bei meinen, ey. Du Pisser. Mann. Und hier war einer mit Nachos drin, Alter. Shisha Lifestyle is das. Ja, Mann, das ist Gangster Lifestyle. Das ist Schwarzkopf Lifestyle, Freunde. Was ich noch sagen wollte ist, diese Leute hier, also du kommst hier an, fährst 3 Stunden bis hierhin und du weißt einfach, dass die ganzen Leute hier genau so eine Musik hören, Alter. Weißt du, genau so eine Musik, so nicht so wie bei uns im Fechter, Schlager dies, das. Da ist echt sehr, sehr, sehr viel Schlager auf jeden Fall. Sehr viel Mainstream. Black kommt immer gut an, bei Frauen sowieso, auf Partys. Nicht even? Jo, auf jeden, Alter. Und ja, zum Beispiel, wenn Kevin versucht, den Leuten mal so geile Musik zu zeigen, 2-3 Lieder, dann muss er auch schon wieder aufhören, ja. Weil die wieder Schlager hören wollen. Ne? Also, die kommen darauf nicht klar. Ja. Das gleiche wird direkt leer. Traurig, traurig, aber leider wahr. Aber ist auch egal, jetzt lange Schnacken, Kopf in den Nacken. Spaß, Spaß, Spaß. Jetzt gehen wir los ins Boothaus. Jo, 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 jo. Let's go.
Freunde, dick eingepackt, es regnet dies, das. Und ja, Party vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch auch wieder gefallen. Ich mache echt viele Pogen-Videos. Tut mir leid, Freunde. Aber so ist halt mein Lifestyle. Ich mache nicht nur Fitness auf dem Kanal. Ich will eigentlich so alles machen. So ein mega Lifestyle, seht ihr dies, das. Ihr wisst Bescheid. Und ja, ich vermisse auch Eike auf jeden Fall mal auf diesen Festivals. Wie früher. Zwoll kann ich auch leider nicht mehr erreichen. Wohnt er jetzt in der Schweiz, in Zürich, dies, das. Ist schade so. Aber egal. Vielleicht irgendwann mal wieder. Und ja, auf jeden Fall, 3.12. Einjähriges bei mir, von 10 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Viele Leute kommen auf jeden Fall. Und DJ Even wird da auflegen auch. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Mega! Wird eine heftige Party da am Start sein. Fitness plus Party. Ja, so sieht's aus, Freunde. Peace! So, Freunde. 5 Uhr gleich, ich bin jetzt zu Hause endlich. Wir hatten Gott sei Dank keinen Stau, weil wir halt nachts gefahren sind. Ja, auf jeden Fall mega müde. Meine Linsen rauspacken und ja, natürlich nochmal. Das nächste ist nochmal 250 Gramm Haferflocken mit 50 oder 60 Gramm Whey. Ich habe auf der Fahrt habe ich nochmal 70 Gramm Protein gegessen. Nicht Whey, sondern Protein. Getrunken meine ich. Und ja, Protein immer safe, ne? Immer das Wichtigste, immer Protein safen, immer.